Hallo, herzlich willkommen zum vierten Überhosen-Video und in diesem geht es um die Fließüberhosen. In dem großen Video, in dem ich über alle drei Stoffe, also POL, Wolle und Fließüberhosen spreche, habe ich die Fließüberhosen ein kleines bisschen vernachlässigt. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen und darum gibt es jetzt nochmal ein extra Video. Fließüberhosen sind ja auch für viele ziemlich unbekannt und darum erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen mehr darüber. Wie du sehen kannst, ist das ein ganz weicher Stoff und das ist genau der gleiche Stoff, den du vielleicht von deinen Pullovern oder Outdoorjacken kennst. Das ist dieser Polyester-Mikrofaser-Vlies und der ist schön weich, das weißt du, und er lässt auch noch ziemlich viel Luft zirkulieren. Und das ist dann eben der Grund auch, warum diese Überhosen auch gerne als Alternative zu Wollüberhosen oder zu Pullüberhosen empfohlen werden, da eben aufgrund dieser hohen Atmungsaktivität diese Eigenschaft der Wolle entspricht. Aber es gibt ja doch auch eine ganze Reihe von Menschen, die Wolle einfach nicht vertragen, die mit Rötungen darauf reagieren. Oder eben auch Menschen, die vegan leben und die sagen, ich brauche aber eine Alternative. Also eine ist eben wirklich, dass die Luft sehr gut zirkulieren kann. Das andere ist, dass sie... dass es ein weiches Material ist, das hatte ich auch schon erwähnt. Und dass du ganz oft eben sehr, sehr weiche Bündchen dann eben auch hast. Du hast hier auch meistens breite Bündchen, also das kannst du auch hier an dieser Überhose sehen, die eben geklettet wird. Auch in dem Fall sind die Bündchen immer ziemlich breit und dann auch sehr weich. Das heißt also Kinder, die sonst auch mal ganz gerne mit Rötungen auf die Abschlussbündchen von den Pullhosen reagieren, die sind dann vielleicht mit so einem Abschluss aus Vlies dann doch ein bisschen besser dran. Ja, was ist noch ein Vorteil? Vlies ist wahnsinnig pflegeleicht. Du kennst das, du kannst deinen Pullover einfach in die Waschmaschine stecken, waschen mit Vollwaschmittel, überhaupt gar kein Problem. Du wäschst den, der wird geschleudert und danach ist er schon fast trocken. Noch eine relativ kurze Zeit dann auf der Wäscheleine und schon ist das gute Stück wieder einsatzbereit. Und das gleiche gilt dann eben auch für die Fließüberhosen. Du weißt wahrscheinlich auch, dass du bei deinem Pullover oder bei deiner Jacke so äußeren Schmutz sehr leicht abbürsten kannst. Das heißt, sollte hier mal irgendwie Kacker drankommen, lass es einfach trocknen, bürste das irgendwie ab mit einem trockenen Tuch und wasch es dann aus. Das geht auch. Das andere ist, es bleiben kaum Flecken zurück auf diesen Stoffen. Das ist natürlich dann auch für viele Leute wichtig. Es gibt Leute, die legen da einfach großen Wert darauf. Der andere Vorteil ist, das Material ist ziemlich günstig. Und das Material ist nicht nur günstig, wenn du es selber nähen möchtest, sondern du hast auch gar nicht so viele Schwierigkeiten, wie zum Beispiel beim Nähen von einer Pullüberhose. Solltest du schon mal eine Pullüberhose genäht haben, dann kannst du wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus sagen, dass das je nachdem, wie die Pullbeschichtung ist, doch ziemlich rutschig und glitschig ist. Das passiert dir beim Pullen nicht. Außerdem musst du nicht unbedingt Nähte versäubern, also hier solche Abschlüsse, so Zickzacknähte oder Overlocknähte machen. Du könntest das auch einfach offenkantig lassen. Ne? Das, wenn du nähst, dann weißt du das. Also ist auch leicht, dann sich so ein Stück selber zu nähen. Wie auch bei den anderen Überhosen gilt, du kannst eine Fließüberhose in vielen Fällen mehrmals verwenden. Und wenn sie dann doch etwas schneller müffelt, ja, wie gesagt, die ist ja schnell zu reinigen und trocknet dann eben auch unglaublich schnell. Es gibt aber auch ein paar Nachteile bei den Fließstoffen. Und der eine ist eben, Fließstoff ist nicht wasserdicht. Er ist wasserabweisend, das heißt, wenn du hier Wassertropfen drauf gibst, dann würde das Wasser jetzt runterperlen. Das ist auch der Grund, warum du einen relativ dicht gewebten Fließstoff benötigst für diese Überhosen. Es gibt Markenstoffe wie zum Beispiel Polarvlies oder Windpro-Vlies. Die sind sehr, sehr dicht gewebt und bei denen ist das dann kein, also jetzt nicht so sehr das Problem, aber auch bei diesen ganz dicken Vliesstoffen solltest du immer dafür sorgen, dass gerade wenn du die Überhose für die Nacht verwendest, dass du darunter auch ein dickes Windelpaket hast. Ja?
Es ist so, dass sich die Fasern in dem Fließstoff jetzt nicht wie Baumwolle oder wie Wolle mit dem Urin, mit der Flüssigkeit vollsaugen, sondern stell dir das vor, das wären die Fasern. Die Flüssigkeit legt sich hier zwischen die Fasern. So, und irgendwann, wenn hier Druck entsteht, dann gehen die Fasern natürlich zusammen und die Flüssigkeit, die dazwischen ist, der Urin, der wird nach draußen gedrückt. Und genau das passiert dann eben in Fällen wie beim Tragen im Tragetuch, in der Babytrage oder auch in der Babyschale, wenn der Gurt hier so eindrückt. Oder auch, wenn das Kind schläft. Und besonders dann, zum Beispiel bei Bauchschläfern, kann es passieren, dass sich dann hier oben dann sehr leicht eben die Feuchtigkeit nach außen drückt und dann in den Schlafanzug geht. Und wie verhinderst du das? Also indem du einmal eine dicke Windel verwendest und dann in solchen Fällen, wie eben beim einem Bauchschläfer, dass du dann diese Zone hier partiell nochmal mit einer extra Einlage verstärkst. Das heißt, du klappst eine lange Einlage speziell an der Stelle dann um oder legst hier noch was rein. Fließüberhosen können auch wesentlich schneller müffeln, anfangen zu müffeln, als eben die Pullüberhosen. Wie gesagt, es ist ja nicht so schlimm, denn du kannst sie ganz schnell zwischendurch waschen und trocknen. Aber achte darauf, dass du hier sie auch immer wieder mal mit einem Vollwaschmittel, am besten einem Pulverwaschmittel oder mit einem anderen Waschmittel, von mir aus dann auch ein Flüssigwaschmittel plus zusätzlicher Sauerstoffbleiche dann wäschst. Dann werden die Bakterien auch abgetötet und die Hosen werden richtig, richtig sauber. Denn Vlies wird meistens auch bei Temperaturen zwischen 30, 40 Grad gewaschen und nicht unbedingt bei der 60 Grad Wäsche. Deswegen ist das nicht schlecht, wenn du Vollwaschmittel mit Sauerstoffbleiche oder eben ein anderes Waschmittel mit zusätzlich Sauerstoffbleiche dann auch benutzt. Wenn wir uns jetzt so diese Form anschauen, dann ist das ja eine Schlupfhose und du hast eben schon gesehen, es gibt auch Überhosen, die Klettverschluss, aber auch Druckknöpfe haben. Die Fließüberhosen sind in den allermeisten Fällen größenabhängig. Das heißt, es gibt, ja, also ich kenne zumindest kein Modell, das in einer Eingrößenversion erhältlich ist. Das liegt auch daran, wie gesagt, der Stoff ist meistens relativ dick und dadurch, dass der Stoff eben auch sich nicht so elastisch bewegt wie jetzt ein Wollstoff, hast du hier auch relativ wenig Spielraum. Das heißt, du musst hier immer wieder die Größen nachkaufen, aber das ist bei einer Fließüberhose jetzt nicht ganz so schlimm, denn die sind wesentlich günstiger als Wollüberhosen. Die sind aber auch wirklich schön stabil und laufen dann auch nicht ein und du kannst sie dann wiederum sehr gut an ein anderes oder zwei oder drei andere Kinder weitergeben. Eine andere Möglichkeit, um zu verhindern, dass diese Fließüberhosen eben hier in der Nässezone so feucht werden, der ist, dass in der Mitte ein Streifen aus Pull mit eingenäht wird. Und das hat zum Beispiel die Bille von Huda gemacht. Die hat diese Überhosen entwickelt. Und da ist dann hier in der Mitte ein Pullstreifen eingenäht. Und hier in diesem Bereich ist es dann wirklich wasserdicht. Hier dringt das dann nicht, die Feuchtigkeit nicht nach außen. Und du kannst dann diese Überhosen super auch eben nehmen, um dein Baby im Tragetuch oder in der Babytrage dann eben mit dir mitzunehmen. Das war jetzt das zum Thema Überhosen aus Vlies. Die Auswahl ist leider ziemlich klein. Das muss ich gestehen. Es gab vor ein paar Jahren noch wesentlich mehr Anbieter. Es gab auch mal ein Modell von Totspots. Ich weiß, Happy Heinis hatte welche. In Deutschland und Österreich gibt es eben welche von Huda. Da gibt es einmal die Schlupfhosenform. Es gibt sie aber auch mit Klettverschluss. Dann gibt es von Breberki, gibt es auch welche aus Vlies. Da musst du mal gucken, was sich da so auf dem Markt alles anbietet. Vielleicht ziehst du das wirklich mal in Erwägung, eine solche Überhose zu verwenden, wenn du sagst, Wolle traue ich mich jetzt noch nicht oder Wolle ist mir jetzt auch zu teuer, geht jetzt gerade nicht oder wir sind Veganer. Dann wäre das wirklich eine Alternative, die ihr neben den Pullüberhosen in Betracht ziehen könntet. Ich hoffe, dass dir jetzt auch dieses Video wieder weitergeholfen hat, ein Stückchen mehr von der Stoffwindelwelt zu verstehen. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis bald. Tschüss.